Hallo und herzlich willkommen zu Koch mal schnell. Heute möchte ich euch mein super leckeres Hühnchen mit Cashewnüssen, ein tolles asiatisches Gericht vorstellen. Schaut es euch an. Ich hoffe, es gefällt euch. Alle Zutaten liegen bereit für mein Hühnchen mit Cashewnut. Ich habe hier 500 Gramm Hühnerbrustfilet, ihr könnt auch normale Hühnerbrust nehmen, ihr könnt auch Pute nehmen, auch das geht, die ich gleich noch in mundgerechte Stücke schneiden werde. Dann habe ich hier drei Knoblauchzehen, die wir gleich zerdrücken werden. Ich habe hier Ingwer, ungefähr 30 Gramm, den wir gleich klein schneiden werden. Und dann habe ich hier nochmal zwei Esslöffel Sojasauce und die drei Sachen hier brauchen wir gleich, um das Hühnchen zu marinieren. Zweiter Schritt, unsere Cashewnüsse. Ich habe jetzt hier 100 Gramm, die sind gesalzen. In Deutschland gibt es fast keine ungesalzenen. Also die gesalzenen nehmen wir auch. Dafür gibt es auch sonst kein Salz mehr hier. Das reicht völlig. Dann brauche ich zwei rote Paprika und eine Gemüsezwiebel. Und für die Soße hinterher brauchen wir 300 Milliliter Wasser. Wir brauchen auch hier wieder nochmal zwei Esslöffel Sojasauce. Wir brauchen zwei Esslöffel Reisessig. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr auch einen Sherry nehmen. Ihr könnt auch einen ganz milden eigenen Essig nehmen, das geht auch. Dann brauchen wir gute zwei Esslöffel Austernsoße, zwei Esslöffel brauner Zucker und zum Binden habe ich hier nochmal zwei gute gehäufte Esslöffel Maisstärke oder Stärke. Könnt ihr auch nehmen. Und damit so ein bisschen Pep kriegt, nochmal ein bisschen Geschmack auch hier, einen guten halben gestrichenen Teelöffel Chilipulver hier. Alle genauen Angaben nochmal in der Infobox und dann können wir loslegen. Und zunächst fange ich mal an hier mit der Hühnchenbrust. Die halbiere ich erstmal quer sozusagen. Dann mache ich da Streifen raus und dann schneide ich die in Stücke mundgerecht, nicht ganz so klein, sodass die noch gut mit Stäbchen zu fassen, zu greifen sind oder auch gut auf die Gabel gehen. Und wenn ich die beiden Hühnchenbrüste hier verarbeitet habe, dann nehme ich mir zunächst den Ingwer vor, kleine Streifen, auch kleine Würfel und das kommt noch zum Fleisch. Und als letztes Knoblauch, auch nochmal kleine Streifen und hier hacken und dann zum Fleisch. So, jetzt gebe ich nur noch meine Sojasauce dazu. Das war's auch schon. Und vermische das Ganze gut. Und dann stellen wir das abgedeckt weg, solange wir jetzt den Rest vorbereiten. Mehr müssen wir nicht tun. Das war's erstmal. Als nächstes bereite ich mein Gemüse vor. Paprika werden zunächst mal hier entkernt und dann danach nicht, wie ich jetzt angefangen habe, in kleine Streifen, sondern etwas größere Stücke. Auch die sollten mit den Stäbchen zu essen sein oder auf die Gabel gehen. Und wenn ich hier die Paprika verarbeitet habe, dann kommt die Gemüsezwiebel dran. Gemüsezwiebel zunächst mal halbieren und dann pellen. Und dann reicht es, wenn ihr die so längs nochmal halb einschneidet. Und dann bei der Gemüsezwiebel auch nicht zu kleine Stücke, so dass es noch auf die Stäbchen geht. Und jetzt fangen wir mal an und ich lasse mal meinen Opti-Grill erstmal vorheizen. Manuelle Stufe. Maximal wieder bei mir rot. Ne? Also so viel wie geht. Auf geht's und wenn er fertig ist, dann schauen wir mal wieder. Das dauert bei mir erfahrungsgemäß immer so 6 Minuten. Keine Angst, das Ding braucht schon so bestimmt 20 Minuten voll Last, wenn es richtig heiß werden soll. Also kann man hier ruhig draufstellen. Und in der Zeit, jetzt können wir schon mal unsere Soße anmischen. Das heißt, ich gebe schon mal die Sojasauce jetzt hier hinzu. Und auch die Austernsoße. Den Zucker und Reisessig hier und ich gebe auch schon mal dazu Maisstärke und dann kann man das schon mal mischen. Dann haben wir gleich, wenn alle Zutaten drin sind, schon alles vorbereitet. Opti-Grill hat sich gemeldet. Er ist voll aufgeheizt und jetzt geben wir zunächst mal die Nüsse rein. Und vorsichtig, die brennen unglaublich schnell an. Deswegen
würde ich auch den Deckel gar nicht zumachen, sondern einfach nur warten, denn das ist bei den Nüssen wirklich so, von einer Sekunde auf die andere sind die schwarz und dann war es das, dann kann man die wegschmeißen. Ja, und ihr riecht es auch, also man riecht wirklich, wenn die Nüsse anfangen, Aroma zu entwickeln. Und die Snacking und Baking ist wirklich sehr heiß. Ihr könnt es auch zumachen, wenn ihr mutig seid, ich würde es nicht tun und nach einer Minute mal reinschauen, aber wir wollen nur, dass sie so ein bisschen Aroma entwickeln, das reicht. So, das reicht auch schon. Das waren jetzt gute 3 Minuten, 4 Minuten. Ich nehme jetzt die Nüsse mal raus. So, Nüsse fertig. Und da ich diesmal in der Marinade kein Öl habe, was ich normalerweise immer mache, diesmal habe ich es nicht gemacht. Das ist aber auch nicht so dramatisch. Brauche ich jetzt natürlich so ein bisschen Öl zum Anbraten. Und ihr hört schon, ja, der ist richtig heiß. Und jetzt geben wir unser Fleisch dazu. Ach ja, das riecht schon ganz wunderbar. Mischen hier so ein bisschen, nicht gleich drehen, sondern erstmal so auf der Fläche lassen, nur das Öl so ein bisschen verteilen. Und dann machen wir den Deckel zu. Und das Ganze dauert garantiert nicht länger als 5 Minuten von einer Seite, im Zweifel weniger, einfach zwischendurch reingucken, damit jetzt das Fleisch nicht verbrennt. So, und ihr kennt ja meinen Trick schon aus anderen Videos von mir. Wenn ich will, dass die Flüssigkeit so ein bisschen verdampft und wir wirklich braten und nicht nur dann hinterher angaren und die Feuchtigkeit wieder in der Pfanne landet, dann gebe ich immer hier so ein kleines Stäbchen dazwischen, das dafür sorgt eben, dass die Feuchtigkeit so ein bisschen entweichen kann, sonst bleibt die nämlich immer in der Pfanne. Und wir schauen mal, jetzt sind gute 3 Minuten um. Wow! Ja, und da seht ihr schon mal 3 Minuten, das Fleisch ist schon fast durch. So, weitere gute 4 Minuten jetzt. Und ihr seht hier, das Fleisch zieht jetzt schon ein bisschen Wasser. Also das ist auf jeden Fall fertig, das kann raus. So, und ihr seht, das Fleisch ist gar. Es fehlt vielleicht ein bisschen Röstaroma, aber ansonsten ist das Fleisch auf jeden Fall gar. Das ist gut. Und ich gebe jetzt mal kein Öl dazu, sondern ich gebe jetzt mal gleich das Gemüse dazu. Und dann schließe ich den Deckel und lasse den Opti-Grill nochmal aufheizen. Dann können wir gleich hier dieses Aroma mit benutzen. Das wäre ja schade, das jetzt wegzugießen. Und dann geben wir ihm jetzt mal 5 Minuten, um nochmal richtig aufzuheizen. Auf geht's! So, wir schauen mal rein, nach gut 3 Minuten. Ja, das sieht schon gut aus hier. Das Gemüse verliert jetzt schon Wasser. Und dadurch, dass wir eben auch nichts ausgekippt haben oder nicht sauber gemacht haben hier, hat dieses Gemüse, obwohl es überhaupt nicht mit Ingwer oder mit Knoblauch bisher in Kontakt kam, auch schon so einen Eigengeruch, hat also wunderbar schon das Aroma von dem gebratenen Fleisch hier aufgenommen. Ich denke, jetzt hier nochmal vielleicht 3 Minuten. Sieht man auch schon, die Zwiebeln sind hier schon leicht gebräunt, dann ist das Gemüse auch soweit, höchstens, und dann kommt der Rest dazu. So, weitere 3 Minuten. Oh, das sieht schon super lecker aus. Man sieht auch hier jetzt, das Gemüse ist definitiv gar. Ich habe das Stäbchen rausgenommen, ne? Ich habe kein Stäbchen mehr dazwischen gehabt, weil ich jetzt wollte, dass das Gemüse auch wirklich weich gart, dass die Flüssigkeit nicht entweicht, aber das war es jetzt auch und jetzt kommen die restlichen Zutaten hinzu. Wir befinden uns auf der Zielgeraden. Jetzt kommt das Fleisch dazu wieder. Und jetzt kommen die Nüsse dazu. Und wenn wir alles 3 dazu getan haben, so ein bisschen mischen. Wir hören ja schon, der Opti-Grill heizt natürlich weiter. Und jetzt gebe ich die Soße noch dazu und die rühre ich jetzt nochmal auf, denn die hat sich möglicherweise abgesetzt, die Stärke. Und ich gebe jetzt nicht alles dazu. Ich schaue erstmal. Ich sage jetzt mal höchstens 2 Drittel. Und jetzt schließe ich den Opti-Grill wieder und lasse ihm jetzt
die Möglichkeit, nochmal richtig aufzuheizen. Denn jetzt soll natürlich die Stärke binden. Jetzt wollen wir natürlich auch eine sämige Soße haben. Und dann schauen wir mal, ich sage mal, na, dann mal 3-4 Minuten und dann gucken wir wieder. So, weitere 5 Minuten jetzt. Ich habe ja noch mal ein bisschen jetzt eine Minute verlängert, um zu gucken. Und das sieht ganz fantastisch aus. Ich mache mal den Opti-Grill aus. Das reicht. Und es riecht ganz irre. Ihr seht, die Soße hat die richtige Konsistenz schon. Ja, schauen wir gleich mal, ob es geklappt hat. Ich habe jetzt alles ein bisschen abkühlen lassen. Jetzt schauen wir mal, ob es geklappt hat. Das sieht sehr lecker aus. Und riecht auch sehr lecker. Und ich habe hier nochmal zur Garnitur so ein paar Frühlingszwiebeln dazugegeben. Schauen wir mal, ob es schmeckt. Super. Schmeckt ganz traumhaft. Ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch, aber wirklich ganz dezent. Süß, scharf, aber scharf auch wirklich dezent, weil ich ja nur wenig Chili-Pulver drin habe. Aber ich würde sagen, hat geklappt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.